Ein Kanzler, der als Faultier ganz tiefenentspannt im Geäst hängt und ein Finanzminister, der als Sparschwein über der Schuldenbremse hockt. Die Motivwagen für den Kölner Rosenmontagszug zeigen sich in diesem Jahr wieder hochpolitisch. Von so manchem Spagat in der Parteienlandschaft über die Herausforderungen der Außenpolitik. Die Themen, die im Karneval 2024 behandelt werden, haben es in sich. Aber gleichzeitig gelingt es uns auch, lustig zu sein. Das tut uns, glaube ich, allen gerade in diesen schweren Zeiten wirklich gut. Also der Kölner Rosenmontagszug ist einfach so eine Konstante, die viel Freude und Ablenkung schenkt. Ja, und der Wagen, der hier hinter mir zu sehen ist, der liegt mir natürlich besonders am Herzen. Wir haben damit alle Regularien vor 14 Tagen gebrochen, die es in der Zugleitung und im Festkomitee jemals gab. Erstmalig haben wir einen Wagen auf die Bahn geschickt vor Rosenmontag im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und vor allen Dingen gegen die AfD. Da müssen wir Karnevalisten auch besonders uns präsentieren, wie ich finde. Denn wir haben uns in der Nazi-Zeit vereinnahmen lassen. Das wird uns nie wieder passieren. Und in dem Zusammenhang war es uns ein großes Anliegen, da ein Zeichen zu setzen. Deutschlands größter Rosenmontagsumzug fand erstmals vor 201 Jahr in Köln statt. Diesmal nehmen 176 Wagen teil, von denen 25 Motivwagen sind.